Okay. Guten Morgen an alle. Guten Morgen, Alejandro Bucabei. Und ich habe heute das Vergnügen, mit einem Tiroler Triathleten zu sprechen. Und da haben wir natürlich ganz, ganz viele Fragen, wie es so ist, ein Triathlon zu machen. Unser Gast, Stefan, hat schon ganz viele Triathlons gemacht und ist auch sehr aktiv in der Organisation von solchen sportlichen Veranstaltungen, von solchen Events in Tirol. Servus Stefan, wie geht's dir? Ja, hallo Alex, zuerst einmal Dankeschön für die Einladung. Ja, mir geht es entsprechend Corona ganz gut. Die Lockerungen in der jetzigen Situation sind angenehm für uns Triathleten. Wir können wieder laufen und Radfahren gehen, Outdoor, und mittlerweile sind auch die Schwimmbäder wieder offen, und dahingehend ist wieder jeder Triathlet froh, trainieren zu können. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie ging es dir während dieser Quarantäne, also während der Zeit der Quarantäne, wenn du nicht raus darfst und so weiter und du ja sicher ein sehr hyperaktiver Mensch bist, also ein Sportler, ein Triathlet? Hast du dann Indoor trainiert oder wie hast du das ausgehalten? Ja, genau, Alex. Natürlich ist jeder Triathlet als Multisportsman froh, einige Sportarten zu betreiben. Vorwiegend, so wie man das sehr aus dem Netz gekannt hat und von unzähligen Videos gesehen hat, bin ich viel am Ergometer gesessen daheim, beziehungsweise habe einfach Motorik, Stützmotorik und Stabilisation gemacht, damit ich einfach fit bleibe und ja nicht ganz so einroste. Wow, ja, ich glaube nicht, dass du einrostest, was ich schon so gehört bzw. mit dir geredet habe, also ziemlich aktiv. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie du zu diesem wunderbaren Sport kamst, zum Triathlon, und vielleicht auch so deine persönliche Beziehung zu Sport? Also wahrscheinlich hat es schon sehr jung bei dir begonnen. Wie kam es dazu? Ja, genau, Alex. Also ich habe mal ganz aktive Eltern, die sind natürlich auch super sportlich und haben die Neugierde am Sport in sehr frühen Alter geweckt. Also ich habe mit 5 Jahren zum Tennisspielen angefangen, habe dann bis 16 sehr aktiv in der Landesliga gespielt und bin dann immer mehr von der Ballsportart Richtung Ausdauer gekommen. Das heißt, ich habe dann zum Laufen angefangen, Mountainbike angefangen und habe dann ja Schwimmen natürlich auch etwas besser gelernt und habe dann mit 22 Jahren meinen ersten Marathon in Wien gelaufen, einfach aus dem Training heraus, ohne Trainingsplan, bin da 3 Stunden 20 gelaufen, ganz locker von Hocker, so wie es einfach vor 20 Jahren so die sportlichen Anfänge im Ausdauerbereich begonnen haben. Ja, für mich ist einfach Sport abschalten, relaxen und einfach sich mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen, und somit kann ich einfach wieder zu mir finden, neben der Arbeit, neben der Familie, neben den Kindern einfach etwas abschalten. Ja, das klingt vielleicht für einige, die uns dann zuhören und zuschauen werden, ein bisschen merkwürdig, wenn du sagst, abschalten beim Sport, bei einem Marathon. Für viele, die vielleicht nicht so aktiv sich in der Vergangenheit wie in der Gegenwart bewegt haben, ist es doch eher ein Marathon. Das muss ja ultra anstrengend sein. Und dann noch ein Triathlon, also die 3 Disziplinen, Schwimmen, Fahrradfahren, Laufen. Also wenn du sagst abschalten und so weiter, das klingt jetzt auch vielleicht für einige ein bisschen merkwürdig. Ich verstehe es auch, was du meinst. Du hast ja eben Beruf, Familie, viel, also das ist ja auch eine Leistung an sich, oder? Vielleicht kannst du das auch noch kommentieren und auf die Frage dann auch eingehen, wie du eben zum Triathlon kamst. Also du hast einen Marathon gemacht, also 22 warst, eine super Zeit, 3:20 ohne Trainingsplan, also quasi so deine erste Erfahrung mit Marathons. Und war dann der nächste Schritt automatisch eben in diesem Ausdauerbereich zu bleiben, einen Triathlon zu laufen, teilzunehmen, oder wie? Ja, genau. Also zu deiner ersten Frage, Alex.
Abschalten ist einfach, natürlich fängt man nicht gleich mit einem Marathon an, sondern man wächst einfach hinein. Du weißt das eh, der 10-Kilometer-Lauf, der lange Lauf mit 10 Kilometer wird auf einmal 15 Kilometer, 20 Kilometer und ja, für manche Verrückte 80, 90 Kilometer. Und somit wächst man einfach mit der Herausforderung. Es macht Spaß, der Körper passt sich an, also der ganze passive Bewegungsapparat passt sich an und die Leistungen werden einfach immer besser, die Ausdauer wird besser. Ja, es hat natürlich, es war ein Stein zum anderen. Man fängt nachher mal an, sich zu überlegen, na, was könnte ich noch machen, ein bisschen Abwechslung in den Trainingsalltag reinzubringen. Und somit war das einfach die logische Konsequenz, dass ich einfach na, mit, ich glaube, 29 Jahren dann da in Kirchbichl gestartet bin, mit Mountainbike noch und ja, recht unerfahren und habe aber dann gleich 2002 gleich in Kärnten beim Ironman mitgemacht und ja, da ist es einfach, da sind da die Leistungen einfach mit dem zunehmenden Trainingsalltag einfach gewachsen. Das heißt einfach, man steckt sich einfach ein Ziel zuerst, okay, ich will finishen beim Ironman und dann auf einmal denkst du, naja, okay, unter 11 Stunden wäre okay und auf einmal, wenn du noch kurz beim Ironman stehst und denkst, na, eigentlich bin ich schon ganz fit, die Leistungen passen, steckt man sich einfach das Ziel mit unter 10 Stunden und ja, die ganzen Leute, die bei uns im Triathlon-Verein gewesen sind und Ironman schon gemacht haben, haben gesagt, ja, hey, du bist ja total verrückt, der erste Ironman unter 10 Stunden, jetzt, ja, manche trainieren oder machen schon unzählige Ironmans und sind noch nie unter 10 Stunden gekommen, also, und das war nachher recht witzig, dass ich, ja, mit 9 Stunden 50 bei meinem ersten Ironman finished habe und ja, das war nachher das große Aha-Erlebnis und mittlerweile ändert sich da die Leistungsdichte einfach auch wahnsinnig, weil einfach die Leute wahnsinnig tolles Material haben, super Trainingsbedingungen, super Trainingssteuerungen und somit ja, relativiert sich das alles jetzt fast vor mittlerweile 20 Jahren, 18 Jahren, wo ich den ersten Ironman gemacht habe, ja, sind 9 Stunden 15 50 gut gewesen. Heutzutage ist das nicht mehr so eine Fabelzeit, wo man sagt, okay, erster Ironman unter 10 Stunden ist was Besonderes. Aber ja, es sind 18 Jahre, da waren, ich glaube 2002 waren 1000 Starter und mittlerweile machen es nach 10 Minuten mit 4.500 Starter die Ironmans wieder zu, weil sie so viele Starter haben. Also ich glaube, das ist schon interessant, was du erwähnt hast mit dieser, also dass dieser Sport an sich, der Sport, Fitness, Ausdauer und so weiter immer populärer wird. Also was ja ein gutes Phänomen ist, glaube ich. Also es gibt, wie du gesagt hast, beim Ironman waren es halt weniger und jetzt sind es 4.000 irgendwas Teilnehmer. Ist ja an sich sehr begrüßenswert, glaube ich. Und dahinter ist ja oftmals auch so eine Industrie, weil du gemeint hast, auch bestimmte Materialien, das Equipment und so weiter. Und da würde es mich auch interessieren, wie findet man so das Gleichgewicht, so eine richtige, gesunde Balance zwischen, ich muss das beste Equipment haben und wie viel macht es dann tatsächlich aus bei so einem Rennen? Vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Ironman, aber bei einem Triathlon, bei einem Marathon und so weiter. Weil man könnte da so viel Geld rauspfeffern und tatsächlich macht es so einen richtigen, so einen wichtigen Unterschied aus. Und dann hast du auch noch erwähnt, der Körper passt sich an. Das heißt, du hast dich da weiter reingesteigert mit den Jahren natürlich, mit einem guten, harten Training, würde ich sagen. Hast du da, also du meinst dann auch die Gelenke, die Muskeln, der Körper und so weiter. Und die dritte Frage gleich, weil viele wissen vielleicht nicht, was der Unterschied ist zwischen einem Ironman und einem Triathlon und dass wir uns dann vorstellen können, was tatsächlich 9 Stunden 50, also unter 10 Stunden bedeutet. Vielleicht kannst du uns da auch noch mal kurz informieren, was der Unterschied ist. Okay, Alex. Also ich starte jetzt einmal in umgekehrter Reihenfolge okay. Zu deinen Punkten. Zur Frage 3, wie es mit den Triathlon-Distanzen ausschaut.
Es gibt ja mal so Jedermann-Triathlons, da schwimmt man zwischen 500 und 700 Meter, fährt nachher zwischen 10 und 20 Kilometer Rad und dann zwischen 3 und 5 Kilometer läuft man. Das kann man einfach wirklich mit ein bisschen Ausdauer, Affinität kann man das einfach ganz locker machen. Macht Spaß, sollte jeder Mann oder jede Frau sollte es auch wirklich schaffen und einfach ein bisschen Blut lecken, dass man da in das Triathlon-Geschäft reinkommt. Dann gibt es eben verschiedene Distanzen, bis eben zur Ironman-Distanz oder teilweise nachher Doppel- und Dreifach-Ironmans, aber da bleiben wir jetzt lieber weg. Und die bekannte Ironman-Distanz, also Ironman ist ja ein Level, ein Marktlevel, das ist einfach die Langdistanz. Das sind nachher 3800 Meter schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und nachher noch einen anschließenden Marathon, also die 42,2 Kilometer laufen. Und zum Training, ist glaube ich die Frage 2 gewesen, was da beinhartes Training, nein, man muss einfach dranbleiben am Ball, so wie man es im Leben immer dranbleiben muss und irgendwo Ziele steckt und diese Ziele dann einfach erreicht. Ja, das ist eine schöne Sache im Sport. Da kann man wirklich sich Ziele setzen, realistische Ziele setzen und diese nachher macht einfach Spaß, wenn man das nachher erreicht und einfach finisht. Und zur Frage 1, Material, die Industrie hilft natürlich immer mehr nach. Mittlerweile sogar bei Läufe sind Rucksäcke, du warst das eh bei den Ultramarathons vorgeschrieben, irgendeine Rucksäcke, wo du einfach eine Notausrüstung hast, wo du Getränke mit haben musst, mit einem Tracker vielleicht noch. Und beim Ironman oder mit zunehmend langen Triathlon-Distanzen ist natürlich das Material schon ein wichtiger Faktor. Also es kommt schon darauf an, ob man jetzt mit einem Mountainbike 180 Kilometer Rad fährt, was relativ anstrengend ist oder nicht so schnell ist, oder man fährt dann mit einem hochtechnologischen Zeitfahrrad mit hohen Felgen, aerodynamischen Rahmen, aerodynamischer Position. Wobei da wieder aus meiner Erfahrung, da denkst du, gut, ich will da jetzt nicht die Leistung von manchen Triathleten schmälern, aber die fahren mit Rädern um 10.000 Euro aerodynamisch tolle Räder und haben nachher einen 30er-Schnitt. Vielleicht klingt das ein bisschen schlimm oder schlecht, aber einfach solche Maschinen sind einfach konzipiert für Schnitt über 35, also wenn man permanent irgendwo mit 40, 45 km/h fährt, bringen einmal so aerodynamische, tolle Räder was. Für die meisten Hobby-Triathleten, die einmal einen Ironman machen, hilft da eher ein bequemes Rad, was vielleicht nicht so viel kostet, wäre vielleicht die gescheitere Variation. Aber Triathlon oder Triathletens bester Freund ist einfach das Rad, weil da kann man einfach am meisten Geld rausschmeißen oder Geld investieren und man hat einfach ein gutes Gefühl, dass man ein tolles Rad hat, auch wenn vielleicht die Form nicht so ist. Ja? Ein Neopren und Radl oder Laufschuhe ist nachher eher die kleine Geschichte. Noch ganz kurz zum Schwimmneo. Nachdem wir gerade einen neuen Schwimmneo gekauft haben, also die Topmodelle sind momentan bei 900 Euro für so einen Neoprenanzug. Und wenn man denkt, man ist da zwischen einer Stunde oder zwischen 50 Minuten und anderthalb Stunden, zwei Stunden im Wasser, rentiert sich das oft einmal nicht so unbedingt, da so riesen viel Geld rauszuschmeißen. Ja, die 9 Stunden 50, die Leistung, ja, momentan ist Weltspitze 7 Stunden 40 oder so irgendwo. Mein Personal Best ist 8 Stunden 58 und das ist einfach ein Wahnsinn, was da die Leistungssprünge heutzutage gemacht haben. Also die laufen allweil Marathons nach, die 3800 Meter schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und die 42 Kilometer laufen sie nach unter 2 Stunden 40. Also das ist schon unwahrscheinlich, was die da für Leistungen abrufen. Vorne am Radl 44 Schnitt, knapp 45 Schnitt. Also die rauschen in 4 Stunden 15 die 180 Kilometer herunter, also, und laufen nachher noch anständig. Also es ist unwahrscheinlich, was das für in den Teildisziplinen für die Weltspitze da Leistungen erbringt. Mit und ohne Chemie lässt sich da hin, aber das ist wieder vielleicht ein eigenes Thema mit Doping und so weiter, was sicher im Spitzen-Triathlon-Sport auch wie in allen anderen Sportarten vorhanden sein
wird. So, Doping ist schon, gibt es natürlich schon, oder? So wie in jeder Sportart. Also jetzt nicht nur Fahrradfahren, Tour de France, Lance Armstrong, sondern überall, oder wie? Ja, ich denke mal auf jeden Fall, dass der ein oder andere ambitionierte Triathlet sich denkt, naja, 10% oder 15% mehr Leistung, gerade mit einem EPO-Blutdoping, ist natürlich ein Wahnsinnssprung. Nur muss sich das einfach jeder beantworten, ob er seinem Körper, ob er die Maschine einfach überdrehen will mit dem Doping oder ob er einfach der Körper die Leistung bringen soll, was der Körper bringen kann und nicht mit Doping nachhelfen. Das muss jeder selber für sich entscheiden. Natürlich ist es interessant, wenn man sagt, okay, eigentlich könnte ich nach 8 Stunden 30 einen Ironman finishen oder vielleicht noch schneller und bin schon fast bei den schnellsten Top 20. Aber ich denke mir einfach, es rentiert sich nicht, um einen goldenen Blumentopf da zu dopen und den Körper langfristig einfach zu schädigen. Also für mich war das nie ein Thema, dass ich sage, da hilfe ich mit Chemie nach. Ernährung, klar, in der Vorbereitung ganz wichtig und natürlich im Rennen entscheidend, wie die Verpflegung nachher ausschaut. Was siehst du denn so bei diesem, zum Beispiel, wenn wir gleich das Top nehmen, diesen Ironman, den du bei unter dieser Wahnsinnszeit gemacht hast, was isst du denn so während deinem Rennen? Und Doping hat ja eben, wie gesagt, Konsequenzen, ich glaube, auf die Niere, auf die Leber und so, oder? Und woher nimmst du, natürlich hast du schon so viel Erfahrung, auch durch dein Engagement beim Verband und so, aber auch an sich durch dein aktives Teilnehmen bei solchen sportlichen Events. Also die ganzen, du hast mich auch beraten mit dem Fahrrad, mit dem und so weiter. Du hast wahnsinnig halt so viel Erfahrung und so viele Informationen und Kenntnisse. Das war auch die Frage, woher du, also liest du da wahnsinnig viel, informierst du dich, haltest du dich auf dem Laufenden und so weiter oder wie? Ja, nachdem ich erstens einmal ganz viel lese, beziehungsweise mich sehr interessiere und selber staatlich diplomierter Trainer bin, habe ich da recht gute Erfahrung schon mittlerweile nach fast 20 Jahren als Triathlonsport und was nicht 30 Jahre Ausdauersport. Ja, man hört natürlich alle neuen Zeiten wieder was anderes, aber grundsätzlich bin ich mal der Meinung, dass man einfach für sich selber einfach ein Konzept erstellen soll. Und das ist so ungefähr, wenn einer sagt, naja, ich will vegetarisch essen, das taugt mir. Nachher kann er nicht einfach sagen, na, jetzt bereite ich mich für einen Wettkampf vor, da tue ich jetzt wieder Fleisch essen. Und so ist es einfach auch beim Triathlon, wenn einfach einer jemand sagt, das ist mein Ziel, da sollte er nachher dranbleiben. Also für mich ist einfach die Geradlinigkeit wichtig. Natürlich geht kein Weg richtig gerade, sondern man muss immer Anpassungen machen, entweder im positiven Sinne, dass man sagt, gut, ich kann den Trainingsumfang, die Intensität etwas steigern oder ich bin jetzt schon knapp dran am Übertraining und ich muss jetzt einfach reduzieren. Also das ist immer Ermessenssache, wobei einfach mit Trainer das einfach die paar Euro zum Investieren immer alles wert ist, weil man einfach nicht, oder der einfach subjektiv der Athlet selber nie sagen kann, gut, das ist gut oder schlecht, sondern das macht mit der Objektivität der Trainer von der Seite aus. Von der Ernährung her, na, beim Wettkampf ist natürlich die Zufuhr von Kohlenhydrate ganz, ganz wichtig. Das fängt natürlich davor an, mit einem lockeren Frühstück. Genug Flüssigkeit für Schwimmen, nachdem man beim Schwimmen ja keine Kohlenhydrate zuführen kann. Und dann einfach sofort mal nach dem Schwimmen, sobald man da aus dem Wasser raus ist, gleich mal ein Gel reindrückt, damit einmal das ärgste Defizit vom Schwimmen kompensiert ist. Am Rad sollte man so fest wie möglich sich ernähren, auch im Hinblick auf die Wettkampfdauer, weil wenn die meisten Leute sehr flüssig ernähren, mit Gels und mit Flüssigkeit, und nichts Festes zu sich nehmen auf die langen Distanzen, nachher mit der Verdauung einfach Probleme kriegen. Das heißt einfach, sie kriegen nachher Durchfall, beziehungsweise
ja, erbrechen sich oft einmal. Ja, also ich schaue da immer, dass ich am Rad so fest wie möglich einmal, also einmal auf 180 Kilometer irgendwie runterdrückt mit viel Flüssigkeit, und beim Laufen geht nachher das Essen eh nicht mehr, weil einfach die Intensität vom Laufen und auch beim Radlfahren einfach immer recht hoch ist, und da rutscht natürlich was Dünnes leichter als was Festes. Aber eben damit der Magen beschäftigt ist, habe ich die Erfahrung gemacht, jetzt mittlerweile bei den neuen Ironmans, macht einfach auch einmal, das nimmt einfach viel Flüssigkeit auf, beschäftigt den Magen, und somit hat man mit der Verdauung keine Probleme hinten raus beim Marathonlaufen. Ja, es werden angeboten bei den Bewerben immer viel Kohlenhydrat- oder zuckerhaltige Sachen, von Red Bull bis Cola, was am Schluss aussieht ganz gut ist, aber ich bin allerweil der Meinung, dass kohlenhydrathaltige Getränke und Gels und Riegel ganz gut ist, ein guter Kompromiss ist zwischen langkettige und kurzkettige Kohlenhydrate, und eben das Cola oder das Red Bull einfach ganz einfach Zucker ist, und da ist das Problem einfach, wenn man nur sich von dem verpflegt, dass nachher sein kann, dass man auf einmal, wenn man eine Verpflegstation nicht erwischt, dass du einfach einen Unterzucker kriegst und nachher es wieder lang dauert, bis der Körper wieder im Schuss ist. Und natürlich die Möglichkeit, mit zunehmender Distanz nimmt man auch mehr Eiweiße zu sich. Also da reden wir von kurzen Distanzen, kürzere Distanzen, 5% Eiweiß. Und bei längeren Distanzen sollte auch der Eiweißanteil an die Drinks schon 10% sein. Aber das gibt es eh abgemischt und fertig schon. So, das war viel Information. Bitte, ja. Alex. Ich hätte aufschreiben sollen, mitschreiben sollen. Ja, du zeichnest es eh hoffentlich auf, und ja, irgendwann einmal nach Corona, wenn wir uns ja schaffen, dass wir uns ja nachher persönlich sehen. Du, und weil du erwähnt hast, so ein Trainer, Übertraining und so, also oftmals tendiert man, wenn man so ehrgeizig, übereifrig ist, zu einem Übertraining oder wenn man eben falsch trainiert. Wie sehr wirkt sich das auf den Körper aus? Also da kommt meistens ja, also mittelfristig, längerfristig auch so irgendwie so Müdigkeit, oder? Und das ist ja voll kontraproduktiv. Ja, es ist voll kontraproduktiv, aber wenn jemand, mein Vergleich, Übertraining meistens gern mit einem Black, mit einem Burnout, ja, das kennt, glaube ich, jeder oder kann sich irgendwo das vom Namen her vorstellen, ist im Prinzip, ist nie gut, wenn jemand so viel arbeitet oder so viel Belastung hat, dass er Burnout hat, und so ist es auch beim Trainieren, irgendwann einmal trainieren, und nach dem Burnout kann man auch nicht mehr wirklich richtig gescheit trainieren oder arbeiten, und im Übertraining ist es einfach so, dass der Körper einfach die ersten Anpassungserscheinungen sein, einfach, dass der Körper müde wird, der Kopf müde ist, und wenn man da trotzdem weiter trainiert, kann das einfach im Übertraining auch so sein, dass es Ermüdungsbrüche gibt. Das heißt, der Körper reagiert dann einfach mit einem selbstständigen Holen von Pausen. Das heißt, er wird einfach krank. Übertraining zeichnet sich meistens in Lustlosigkeit aus, in Krankheit aus und eben im schlimmsten Fall mit Verletzungen. Also jeder, und das ist einfach kontraproduktiv, weil du brauchst einfach länger wieder Verletzungen zu kompensieren oder die zu erholen. Also wenn du sagst, gut, nach 3 Belastungswochen oder 2 Belastungswochen mache ich einmal eine ruhigere Woche, eine Rekompensationswoche, wo der Körper einfach wieder Kraft tanken kann. Weil eins ist ganz klar, der wichtigste Trainingsgrundsatz ist einfach, du wächst im Training nur in den Ruhephasen. Ja, und das vergessen einfach ganz, ganz viele. Was inspiriert dich denn oder was motiviert dich denn immer noch bei solchen Events mitzumachen, beziehungsweise über 30 Jahre, beziehungsweise 20 Jahre Erfahrung? War das einfach so deins, wo du gesagt hast, das taugt mir so, das gibt mir so, da kann ich entspannen eben von Arbeit, von Familie, von den ganzen alltäglichen Dingen, die man machen muss? Wie siehst du das oder warum engagierst du dich da auch noch eben jetzt noch mit der Organisation und so weiter? Ja, es wird natürlich, umso populärer Sport wird, umso schwieriger ist es, dass
dass man die Leute dahin bringt, sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Mittlerweile ist das ja, und du hast das, oder wir haben das eh schon davor angesprochen mit der Industrie, was dahinter steckt, die pusht natürlich das auch immer mehr. Und grundsätzlich sollte man sich eigentlich schon darauf zu besinnen oder zurückbesinnen, was will ich eigentlich? Also ich will ja eigentlich einen Sport machen, dass mein Körper gut tut und nicht unbedingt, dass meine Schuhlitzen von den Laufschuhen optimal zu meiner Sonnenbrille dazu passen. Ja, und manche vergessen das halt wirklich, was da jetzt wirklich für Grundsätze dahinter stecken und was eigentlich das sein sollte. Aber das ist einfach, definiert sich jeder selber. Es ist natürlich schon schwierig, wenn man so die, ja, ich bin da doch schon lange in dem Triathlon-Geschäft, wenn man da Leute sieht, die eigentlich nicht mehr den Team-Spirit und den Ausdauer-Spirit aufsagen wollen, sondern nur mal schauen, was hat der für Radl und der muss ja super benannt sein. Und ja, also die konzentrieren sich auf irgendwo unwesentliche Sachen, meiner Meinung nach. Und für mich ist das einfach schwierig, wenn dann nachher wirklich nur mehr die Triathleten bei den, du siehst schon beim Abendessen, die Leute, die laufen alle weil mit den Skinfit-Hosen oder mit einer, gerade, dass sie nicht ihren verschwitzten Neo anhaben, aber beim Abendessen, weil alles auf Triathlon abgestimmt ist. Also es sollte einfach lebensbegleitend einfach ein guter Ausgleich sein, wo man sich einfach ja, physisch und psychisch einfach ja, weiterbringen kann, trainieren kann, aber es sollte nicht sein, dass das einfach eine Lebensphilosophie der Bekleidung oder des Equipments ist. Und das nimmt einfach leider Gottes immer, immer mehr überhand. Gell? Leider Gottes in jeder Sportart. Braucht man nur beim Skitour gehen anschauen. Ja, jeder hat noch sein Lawinen-Airbag oben und kein Mensch denkt mehr an den, der hinter ihm geht oder mit ihm geht, auch wenn er nicht kennt. Und das finde ich einfach ein bisschen schlimm, dass das momentan der Sport einfach so, ja, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, niemand die Wurzeln, zurück an die Wurzeln, back to the roots ist, sondern einfach, ja, Modeerscheinung ist oft. Ja, zum Teil halt, und das ist, glaube ich, auch in jedem, nicht nur in jedem Sport, sondern auch im Leben so. Also das mit den Marken oder dass man dann nur schaut, ich habe das bessere Equipment und so. Und man halt auf der Oberfläche, im Oberflächlichen ist und eben nicht eben das Essentielle, oder? Also nicht im Äußeren suchen, sondern eigentlich geht es ja, ich glaube auch für mich so, dass man sich nach innen fokussiert und da so diese Challenges ja, sind ja nicht nur körperlich, sondern auch mental, oder? Dass man da weiterlernt, dass man sich fokussieren kann, dass man, ja. Also ich habe jetzt bin noch nie ein Ironman gelaufen und so, aber so sehe ich es auch mit dem Sport und dass es ja gut tun soll, oder, für den Körper eben. Und man kommt so manchmal an seine Grenzen und da wächst man in jeglicher Beziehung. Und da geht es halt nicht darum, eben wie du sagst, eben um sich mit dem anderen zu vergleichen und vor allem auch materiell oder so. Sondern wie kann ich vielleicht meine beste Version schaffen, oder auch im Sport, im Leben, im Beruf, ja, dass man offen ist und lernen will, würde ich sagen. Weiß nicht, was du da sagst. Ja, absolut, gell, aber das vergessen einfach viele mittlerweile mit den Social Medias. Ja, jeder hat sein Athletenprofil in Garmin, auf Strava. Und da wird einfach gemogelt und gepostet und eigentlich für was? Ich mache den Sport, dass es mir gut geht. Mir macht Spaß, wenn ich mit einem anderen mir einmal vergleichen kann. Das ist ja super. Aber nur mehr für meine Garmin-Aufzeichnungen da Rad zu fahren und schauen, dass man vielleicht mit Rückenwind an 50er Schnitt auf eine Stunde fährt. Und geht noch bergab. Also ich weiß nicht, für was das gut sein soll, aber mittlerweile ist es einfach so wie Facebook, jeder stellt seine schönsten Fotos rein. Wenn es einmal schlecht geht, dann macht er kein Foto. Und das gibt auch ganz, ganz viele, die sich da definieren mit der Leistung, was sie da in die Social Medias reingeben. Und das ist eigentlich, ja,
Also ich nutze das auch. Ich habe auch genauso Garmin Connect, und aber ich nutze es das mehr, dass ich einfach sehe, was habe ich getan, wie viel habe ich getan, warum bin ich jetzt momentan am Rad nicht so fit, und nachher brauche ich noch in meine Aufzeichnungen, in mein Garmin reinschauen und sagen, okay, na, du bist ein bisschen fauler gewesen einfach, oder ich bin am Rad gesessen. Und, ja, aber das bringt halt momentan alles nur das Posing, dass man da gut dasteht, aber ja, eigentlich ist der Sport dazu da, dass wir fit sind, dass wir uns gut fühlen, dass wir Spaß am Leben haben und dass wir einfach auch im Alter fit sind und bis ins hohe Alter einfach Sport machen können. Das ist auch vielleicht eine Richtung Abschluss, dass wir da finden, einfach für mich ein Ziel, dass man so lange wie möglich Sport macht. Natürlich kann ich nicht, weiß ich, dass ich mit knapp 50 Jahren nicht mehr so an Sport machen kann wie mit 20 Jahren, weil die Regeneration länger ist. Und ich weiß, dass ich auch mit 80, wenn ich das erlebe und wenn ich noch so fit bin, dass ich einfach nicht mehr so Mountainbiken gehen kann oder dass ich nicht mehr eine Skitour im Gelände so runterfahren kann, wie ich es jetzt fahren kann. Ja, sondern dass ich da froh bin, dass ich vielleicht eine Pistentour gehe. Aber es gibt bei uns da so die Klungitzer Füchse, und da ist, glaube ich, der älteste Skitourengeher 95, und der marschiert halt auch noch irgendwo locker auf den, ein Stück auf den Klungitzer rauf. Und wenn jetzt nochmal 200-300 Höhenmeter sind, das ist für mich erstrebenswert, dass man einfach sagt, bis ins hohe Alter kann ich dann mit meinem Körper einfach was machen. Natürlich muss man mit zunehmendem Alter auf seinen Körper immer mehr drauf schauen. Ja? Und jede Einheit nur eine Renneinheit, und jeden Tag bei jedem Lauf den Körper voll fordern, es geht halt irgendwann mit zunehmendem Alter nicht mehr. Das wirst du nach Alex irgendwann mal sehen. Und das ist für mich einfach, ja, fit bleiben, Spaß am Sport haben, mit Leute verschiedenen Alters Sport zu machen. Also wenn man Trainingslager fährt und da hast 20-Jährige bis 70-Jährige dabei, die einfach miteinander noch immer Radfahren können, das ist einfach, sage ich jetzt einmal, macht Spaß, und du bleibst einfach in einem gesunden Körper, ruht ein gesunder Geist. Also das haben schon vor 2000 Jahren die guten Philosophen erkannt und auch so gesagt. Ja. So, also das wären irgendwo meine Ziele und mein Resümee zum Schluss zu finden. Ja, super, super Message, guter Abschluss. Ich glaube auch eben, mens sano in corpore sano, also gesunder Geist lebt in einem gesunden Körper, und man sollte den auch pflegen. Und eben auch, wie du sagst, Übertraining vermeiden, also alle Exzesse, alle Übertreibungen vermeiden, allgemein ja auch im Leben, also nicht nur im Sport. Und ja, also positive Nachricht, positive Message hast du uns gegeben. Und also es ist gut, toll, motiviert. Und da würde ich dir sehr gerne danken. Und ich hoffe, wir treffen uns jetzt schon mal bald. Jetzt, heute sonntags, nicht so tolles Wetter zum Trainieren. Anscheinend hätte es ja noch mehr regnen sollen. Aber mal schauen, ob ich so eine kleine Runde mache. Okay. Ja, nachher sage ich danke für die Einladung zum Interview. Ich glaube, das passt, der Schluss passt ganz gut. Super. Danke, Stefan. Bitte? Hasta la vista. Ja, hast du schon abgeschalten oder Aufnahme?